Das ist so, als ob du fällst und du fällst und fällst und fällst und fällst und fällst und es gibt einfach keinen Halt mehr. Hätte ich dir das vor einem Jahr erzählt, sagst du, Digga, das ist ein Bestseller. Daraus machen wir einen geilen Film. Und ich sag, Digga, das ist kein Bestseller. Das ist zwei Jahre später. Realität, ne? So. Richtig. Scham ist nichts, was du selber erzeugen kannst. Weißt du, es ist immer im Kontext mit anderen. Adrian? Wer bist du? Ich liebe diese Frage. Wenn der Mensch sagt, wer er ist, dann geht er sehr, sehr stark in seinen Intellekt und nimmt irgendwelche Geschichten raus, die er erlebt hat und sagt dann, das bin ich. Und ich sage gerne, ich bin nichts, weil wenn ich nichts bin, kann ich alles sein. Das ist so aus der Coaching-Position gesprochen. Aber um dir die Antwort zu geben, die du gerne hättest, wie es wahrscheinlich jeder normale Mensch tut, um so zu antworten, dieser eine Typ, der immer klugscheißer muss. Ich bin Coach aus Leidenschaft, Unternehmer, ich bin Papa. Ich habe vor 8 Monaten einen Sohn bekommen, der mein Leben komplett verändert hat. Liebe Grüße an alle Eltern. Ja, ich glaube, die wissen, was ich meine. Und in erster Linie Mensch, und ich bin voll gerne Mensch. Also das war nicht immer so, aber heute bin ich es total gerne. Was noch wichtig? Ich lebe auf Zypern. Was sagt man noch alles so? Ja, da geht es mir ganz gut. Oh, was sagst du? Was machst du überhaupt für die Leute da draußen? Kennst du die Magier, die das machen mit den Händen, wo du nicht weißt, wie das geht? Wo du denkst, so, Alter, wer hat das gemacht? Ich sage immer, das, was Menschen die Zauberer mit den Händen machen, das mache ich mit den Köpfen der Menschen. Kann man sich ungefähr vorstellen. Coaching im Bereich inneres Verständnis, Blockaden lösen. Und vor allem Menschen zu begleiten in ein erfülltes Leben, das einfach von innen heraus es wieder Spaß macht. Weil ich stelle mir immer die Frage, vielleicht noch kurz zum Ergänzen, die einzige Frage, die man sich stellen sollte, meiner Meinung nach, ist, was ist von dem kleinen Kind, dem kleinen Jungen, dem kleinen Mädchen passiert im Laufe der Zeit zu dem Erwachsenen, ja, der sagt, ey, ich bin so müde. Weil das kleine Kind hat immer gesagt, wenn du dich erinnerst, ich will noch nicht ins Bett. So, und genau da setzt meine Arbeit an, also herauszufinden, ey, was ist passiert? Was ist dir passiert? Dass du selber sagst, ich bin so müde, hoffentlich ist Wochenende, ich bin im Arsch, will schlafen. Und die Frage habe ich mir irgendwann gestellt im Laufe meiner Entwicklung. Ich habe irgendwann gemerkt, ey, das Leben ist eigentlich voll schön, nur wir sehen es offen nicht, ne? Und da gab es eine Situation, die ich dir erzählen kann. Ich stand auf dem Parkplatz in Basel. Ich habe 6 Jahre in der Schweiz gewohnt. Und da war ein kleines Kind. Und er sagt, es war auf dem Parkplatz vom Supermarkt, ne? Riesiger Supermarkt. Die Schweizer sind Weltmeister darin, große Supermärkte zu bauen. Und er sagt das Kind zum Papa, Papa, guck mal, da hinten der Wald, der ist so schön. Und ich sage zu meinem Kumpel, Bro, bitte schlag mir jetzt bitte an die Backe. Und er sagt, was soll ich machen? Ja, komm, scheiß drauf. Wenn ich mal die Gelegenheit habe, den zu schlagen, dann gibt's halt eine. Und mit diesem Schlag ist meine Transformation gestartet, weil ich sah nur noch die scheiß Autos, ich sah den Supermarkt, aber ich sah die Bäume nicht mehr, den Wald hinten dran. Und das war ein wunderschöner Wald, Alter. Also wirklich. Und ich habe den nicht gesehen. Ich habe nur noch den Stress gesehen. Weißt du? Dieses Hektik, Supermarkt, Autos. Dieses negative Grundrauschen, ne? Safe. Das war so eine schöne Metapher. Das war bei mir so einer von vielen Schlägen, die ich bekommen habe vom Leben selber, um auch mal ein bisschen weiter zu schauen, ne? Ein bisschen nach oben zu gehen und zu erkennen, wie schön die Welt ist, was wir eigentlich alles erleben dürfen. Und den Menschen das Bewusstsein zu geben, also viel Bewusstseinsarbeit, Achtsamkeitsarbeit, einfach nochmal genau hinzusehen. Und vor allem auch zu prüfen, ob wirklich die Vergangenheit war oder ob das die Geschichten sind, die wir uns auf tagtäglicher Basis erzählen, zu der Vergangenheit. Ne? Ja. Bro, ich habe dich eingeladen, weil ich mir dachte, okay, so ein Gespräch mit dir könnte ganz interessant sein. Weil, boah, wie haben wir uns kennengelernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war dieses Jahr noch, ne? Ich weiß es noch. Es war nicht Tinder, Bro. Es war Clubhouse, by the way. Ernsthaft? Ja. Stimmt, Anfang des Jahres war ja dieser krasse Hype um diese Plattform. Mhm.
Und da waren zwei Jungs, die da dominiert haben. Ja, wir haben ja wirklich jeden Tag so einen Raum gemacht, ne? Bis wann hast du es noch benutzt? Ich bin gut darin, Dinge übelst krass zu hypen und irgendwann sie dann links liegen zu lassen, so. Ich würde mal schätzen, 2-3 Monate richtig intensiv benutzt und dann irgendwie von heute auf morgen nicht mehr. Wobei die Plattform an sich mega, mega cool ist. Also von der Idee her, ich glaube, es fehlt halt einfach so dieses Visuelle, ne? Die meisten Menschen sind, weißt du selber, gerade du, visuell geprägt und das hat halt irgendwann gefehlt. Ne? Klar, du siehst ein Profil, aber das hat, glaube ich, ein bisschen gefehlt, so den Menschen auch zu sehen. Aber 3-4 Monate insgesamt, so 2 Monate richtig stark und dann 2 Monate ein bisschen weniger. Heute nur noch, wenn ich ab und zu mal drauf, weißt du, wenn du durch die Apps gehst, so, wer redet da? Also, ja, meist, also irgendwann wurde es ja auch für alle Leute irgendwie zugänglich und da bist du drauf gewesen auf dieser Plattform und da gab es so Talks, wo du dir dachtest, okay, worüber reden die da? Also so komplett nutzlos. Also es hatte weder einen Mehrwert noch was irgendwie Positives. Es war halt pur irgendwie, weißt du hast gerade eben das mit dem negativen Grundrauschen ja erwähnt, ne? Es ist nur so Stress, Leute beschweren sich und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, ja, okay, keine Ahnung, die Plattform gibt es mir irgendwie nicht mehr so wirklich, weißt du? Es ist wie, als würdest du eine Beziehung haben, die Beziehung, du erkennst die Zeichen, dass die Beziehung langsam runtergeht, weißt du? Und an einem Punkt sagst du dir so, ja, komm, bevor es jetzt ganz schlimm wird, ich bring weg. Geile Metapher, wobei ich echt also sagen muss, wir tracken jetzt ziemlich alles, was wir tun. Und rein von dem, was wir auf Clubhouse zeitlich reingesteckt haben, kam dann richtig guter Output. Also wir haben einige Teilnehmer, die jetzt heute bei unserem Mentoring sind, tatsächlich über Clubhouse zumindest mal kennengelernt, die dann aber auf Instagram wirklich gesehen haben, was abgeht, also durch das Visuelle, weil da kommt auch der Trust, wir vertrauen Menschen durch das Auftreten. Und von daher hätte ich es wahrscheinlich einfach weitermachen sollen. Ich habe nur irgendwann so den Fun daran verloren, weißt du? Jetzt reden wir über Clubhouse. Also eigentlich wollte ich ja viel mehr mit dir über andere Sachen reden, wie die Gesellschaft derzeit ist, wie deine Perspektive auf die Welt ist, weil schon mal, als ich dich, wir haben uns erstmal ja über Clubhouse kennengelernt und dann bin ich irgendwann mit dieser absoluten Schnapsidee gekommen, ja, weißt du was, ich nehme das Team mit und dann ab nach Zypern, ne? Ja. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe mit dir gefacetimed. Da warst du mit einem Kumpel, ich glaube, Chris hieß er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, du warst mit deiner Freundin da. Chris war mit seiner Freundin da. Ich war auch in so einem Restaurant. Ich habe dann FaceTime gemacht und du so, ey, Bro, ne, sag Bescheid, wenn du hier bist. Ich hole dich ab und ich so, ey, voll geil. Und dann, ich glaube, eine Woche später hatten wir bereits alles geplant. Ja. In Paphos haben wir dann Airbnb geholt, richtig schönes Ding. Und dann sind wir nach Zypern gekommen. Und weißt du, auf Instagram sehe ich ja immer wieder, wie du Zypern abfeierst. Du bist ja aus Deutschland ausgewandert, du bist in Zypern, aus der Schweiz auch, weißt du, und bist in Zypern, ich gucke mir das immer so an. Weißt du, ich dachte mir erstmal, ja, der labert, weißt du, das ist eh nicht so krass. Das ist eh nicht so geil. Und dann, ich flachs dich nicht, ne? Der Moment, wo ich vom Flugzeug, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, ich gucke mir diese gesamte Präsenz des Landes an, weißt du, es ist so super weit, schönes Wetter. Ich gucke einfach nur und ich war kurz, also ich war den Tränen richtig nah, weißt du? Ich dachte mir so, wow, so, ich werde hier länger bleiben, weil anfangs war es geplant, nur 2 Monate da zu bleiben, ne? Und dann, ich glaube, also Daniel ist 2 Monate geblieben. Ich glaube, ich bin 3 Monate dort geblieben auf dieser Insel, habe gearbeitet dort, habe neue Ideen, neue Impulse bekommen. Wir haben uns ja dann auch gesehen, wo du deinen Pulli vergessen hast. Ne? Und als ich dich da gesehen habe, war ich so, okay, die Art und Weise, weil ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ich bin sehr Ursache-Effekt, weißt du, so sehr logisch und als ich dich gesehen habe, du hattest halt so eine Art von Präsenz, die ich sehr angenehm finde. Mhm. Weißt du, so eine Präsenz, die sehr herzlich ist. Also wenn du mit Menschen redest, hast du ja oftmals immer so eine Atmosphäre. Und diese Atmosphäre ist halt leider Gottes meistens sehr komprimiert, sehr engstirnig, sehr gestresst. Aber du hast geredet und ich glaube, die ersten 2 Sätze, die du gesagt hast, du hast es mit so einem Grinsen gesagt. Und ich weiß auch, wie ich super gestresst an dem Tag war. Ne? Ich dachte mir so,
ich bin super gestresst. Und du smilest da, weißt du, du grinst wirklich so über beide Ohren und nicht so, warum mache ich mir eigentlich so einen Stress gerade, weißt du, wir chillen jetzt hier, entspannen, so, weißt du. Und ja, dann wollten wir sowieso einen Podcast aufnehmen. Und ja. Das eine kommt zum anderen, wir machen es jetzt. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt ja nicht so der perfekte Zeitpunkt, weißt du. Erstmal, ich kann vieles da zurückgeben. Wir haben uns ja über Clubhouse kennengelernt. Also man lernt sich kennen, aber so das erste Mal connected, direkt gemerkt, okay, super cooler Typ. Vor allem auch, wo du unterwegs bist in dem Markt und Videos machst. Ich gucke mir selber deine Videos an. Also viel von dir auch lernen dürfen in dem Bereich, weil ich finde, du machst es echt nachhaltig. Also auch, ich liebe Menschen, die in ihrem Gebiet die Besten werden wollen. Also die wirklich sagen, okay, ich, das ist mein Thema und für mich ist Zweiter werden gar kein Ansporn. So, du brauchst nicht anzufangen, wenn du Zweiter werden möchtest, weißt du? Und es ist meine Devise so, wir haben ein Leben, ja, spirituell sagen wir 100, ich weiß es nicht, ich gehe lieber auf dem, was ich weiß, ja. Und das Leben, das dürfen wir so geil und so intensiv ausleben, wie es nur geht. Und ich glaube, dass unsere Lebensfähigkeit oder unsere Lebensqualität verbessern, wenn wir unsere Fähigkeiten verbessern. Darum geht's. Also verbesserst dein Leben und deine Fähigkeiten verbesserst. Und wo ich das erste Mal mit dir gesprochen habe, habe ich direkt gemerkt, okay, das ist fundiert. Also da steckt was dahinter. Das ist nicht Wissen, das ist Erfahrung. Und das ist der große Unterschied. Ich kann 100 Bücher lesen, aber was habe ich davon umgesetzt? Ja, ich habe immer ein halbes Buch gelesen, aber die Hälfte umgesetzt und dann nochmal die andere Hälfte. Ja, weil ich finde es so wichtig, wir wollen alle glücklich sein, weißt du? Um jetzt mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, das reden zwei Männer und es wird jetzt gleich wahrscheinlich auch ein bisschen sehr deep, also ja, was auch wichtig ist, weil ich mag das Oberflächliche auch gerne. Du weißt selber, wie ich lebe, auch ich liebe Luxus, ich liebe geile Autos, geiles Essen, ich liebe das, aber wirklich intensive Beziehungen baust du in der Tiefe auf. Und es war bei uns direkt so. Also wir haben direkt, bam, Gespräche geführt, wo du gedacht hast, okay, wow, da ist ein Mensch, mit dem kann ich jetzt auch auf dieser Ebene kommunizieren. Und ich glaube, nur an dieser Ebene steckt die Transformation. Also über die Oberflächlichkeit kannst du dich nicht viel transformieren. Und ich versuche halt, das Leben wirklich so sehr zu genießen, wie es nur geht, egal wie krank es gerade draußen ist. Und es ist, Alter, es ist krank. So, das ist Fakt. Also, das ist komplett, was abgeht, ist crazy. So, weißt du, so hättest du das, hätte ich dir das vor einem Jahr erzählt, sagst du, Digga, das ist ein Bestseller. Daraus machen wir einen geilen Film. Und ich sag, Digga, das ist kein Bestseller. Das ist zwei Jahre später. Realität, ne? So. Richtig. So. Und umso wichtiger ist es ja, mental fit zu werden. Ja, umso wichtiger. Umso mehr sich im Außen verändert, umso mehr musst du hier renovieren. Ja, ich nenne das immer renovieren. Also so Frühjahrsputz, Altes muss raus, damit Neues wieder Platz hat. Und hättest du wahrscheinlich vor einem Jahr von mir erzählt, also dass ich immer so positiv bin und immer lache, wahrscheinlich hätte ich mich sogar so ein bisschen geschämt, so, weißt du, so, so dieses, was man halt so tut, gesellschaftlich, oh, danke, ist ja nicht so. Aber heute sage ich wirklich, es ist echt so. Ich bin meistens, also wirklich 95% so eine Grinsekatze. Also so jung geblieben, sehr jung geblieben. Ich bin 31, aber ich habe null das Gefühl, dass ich so schon 31 bin, weißt du, auch, oder erst 31, je nachdem, wie du es halt nimmst. Aber hättest du mir mit 16 Jahren gesagt, dass ein 31-Jähriger so, der stirbt in 10 Jahren. Weißt du, was ich meine? Du, ja, klar. Mhm. So 31 ist jetzt nicht so, ja, ist jetzt 20, ist jetzt 18, sondern es hat sich vieles verändert, aber man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Und ich habe halt gemerkt, ich bin im Leben am liebsten glücklich. Ja, und ich hatte nichts und war glücklich, also gar nichts, ja, so null und Schulden und alles. Und ich hatte voll viel. Aber wenn du so wirklich dieses Gefühl hast, von glücklich zu sein und dankbar zu sein, und ich glaube, dann ist das Leben echt geil. Und das hast du halt nie gelernt. Also ich meine, du sagst gerade, es ist alles eine Atmosphäre. Ich bin bei dir, Gedanken erzeugen, also jeder Gedanke wird zu einer Emotion. Die Emotion wird in der Zelle verbrannt. Das ist eine Chemikalie, die erzeugt Energie. Dadurch entsteht unsere Aura. Das heißt, deine Gedanken erschaffen bewusst oder unbewusst deine Aura. Bestes Beispiel, Friedhof, Beerdigung. Du gehst in die Stadt, ist alles in Ordnung mit dir.
Daran merkst du, wie eine Atmosphäre erzeugt wird. Aber seine Atmosphäre kann man lernen, selber zu erzeugen. Ja, das heißt, ich bin mir heute meiner Atmosphäre bewusst. Das heißt, wenn du heute sagst, ey, der ist positiv, der lacht, der bringt eine geile Energie rein, heute sage ich, das bin ich. Weil ich mich heute selber so wahrnehme. Hättest du das vor noch einem Jahr oder 2 Jahren gesagt, da wäre zwar schon so, weißt du, ja, der redet von mir, aber noch Scham. Und ich sage immer, Scham blockiert Willensstärke. Das weißt du selber. Ja, Scham blockiert Willensstärke. Das ist bei vielen Menschen oft so. Ja, zum Beispiel die Frau fragt, ey, auf was stehst du sexuell? Weißt du, was ich meine? So, da ist die Scham. Und wenn du dann achtsam bist, erkennst du, scheiße. Der Witz ist ja folgender. Also, wenn wir schon über Scham reden, Scham ist nichts, was du selber erzeugen kannst. Weißt du, es ist immer im Kontext mit anderen. Es ist immer im Kontext der Gesellschaft. Weil Scham kann niemals erschaffen werden, wenn du alleine da sitzt und noch nie dieses Feedback bekommen hast. Oh ja, Mann. Und das Schlimme ist, deswegen finde ich es auch geil, du hast dann ein ähnliches Mindset wie ich, du hast eine ähnliche Sichtweise wie ich. Wenn du etwas anfangen willst, mach's ganz oder mach's gar nicht. Ne? Also so dieses go big or go bigger. Weißt du, so, warum klein spielen? Doch, ja. Ich weiß noch, wie ich jung war, und ich habe auch alte Bilder von dir gesehen, du hast ja einige gepostet auf Instagram, ich habe alte Bilder von dir gesehen, du guckst genauso wie ich, so richtig traurig, so richtig, so, weißt du, als wäre die Welt einfach nur dieses anstrengende, weißt du, dieses Krieg und weißt du, dieses Grundrauschen von Stress. Hey Bro, sag dir eine Sache. Es ist der Wahnsinn, weil ich erinnere mich manchmal zurück an die Schulzeit beispielsweise, ne? Wie die Leute gesagt haben, oh, du siehst so, oh, weißt du, ich habe jetzt hier schön Bart, ne? Sieht geil aus. Aber in der Schulzeit war das halt so eine Pflaume. Weißt du, so richtige Pflaume. Ich war 7 oder so, ne? Und dann kommen Kinder an, beleidigen dich und dann kommst du nach Hause und die Eltern sind selber gestresst, weil sie überfordert sind und versuchen dann mit dir irgendwie klarzukommen und dann mit deinem Bruder und so weiter. Und das führt dann dazu, dass gesagt wird, mach das nicht, mach dies nicht. Nicht warum. Weißt du, dir wird nicht erzählt, warum du gewisse Dinge nicht machen sollst. Also dieses vielschichtige Denken kommt nicht. Aber es wird dir gesagt, mach das einfach nicht. Und dann bist du so, mir wird das so gesagt. Naja. Ich soll das machen. Ich soll das genauso machen. Und dann bist du erwachsen. Also dann hast du einen erwachsenen Typen da stehen, der 25 ist, der 30 ist, der 35 ist und weiter. Weißt du, was sein größtes Problem ist? Ich kann nicht auf eine Frau zugehen auf der Straße. Und ich denke mir so, das ist die Qualität an Problemen, die wir derzeit haben. Ne? Das ist die Qualität an Problemen, die wir derzeit haben. Was ich dann, sobald jemand das sagt, also ich kann nicht auf Frauen zugehen zum Beispiel, die erste Frage, die ich mir stelle, wer ist ich? Wer glaubt das? Also wer steckt jetzt in diesem Bewusstsein? Wer sagt das gerade? Was hat dieses Ich erfahren, dass es nicht mehr auf Frauen zugehen kann, weil Kinder können ja auf Frauen zugehen. Verstehst du, Kinder können das ja. Das heißt, man konnte es ja mal. Deswegen finde ich es auch immer wieder geil, wenn man sagt so, werde übernatürlich und so weiter. Wir waren alle übernatürlich. Die Frage ist nur, wie haben wir es verlernt? Ja. Oder lerne manifestieren. Das ist Bullshit. Also wenn ich YouTube-Videos sehe mit lerne manifestieren, das ist nur, weil Menschen denken, das löst ihr Problem. Wir manifestieren immer. Also du manifestierst nur meistens nicht das, was du eigentlich möchtest, aber manifestieren, also um das mal jetzt ein bisschen so kreuz und quer zu gehen, ist ja auch ein Thema, ja, so du manifestierst permanent und die Frage ist nur, warum hast du verlernt, das zu manifestieren, was du möchtest, weil jeder Mensch war mal glücklich und ich sag immer, das Fundament von allem muss die Liebe sein, weil selbst wenn deine Eltern sich kurz nach der Geburt gestritten haben oder was auch immer passiert ist, in dem Moment, wo du gezeugt wurdest, war das Liebe. Und das darf jedem bewusst sein. In dem Moment, wo du diese Fusion ja, stattgefunden hat, war das Liebe. Und deswegen sage ich, Liebe ist der Ursprung. Und wenn man das verstanden hat, dann ist Liebe der Tisch und alle Emotionen stehen nur auf diesem Tisch. Und mein Lieblingsspruch ist, es gibt keinen Hass. Hass ist nur die tiefste Schwingung von Liebe. Und wir hassen nur, weil wir nicht geliebt werden. Und das ist so der Mindfuck für mich gewesen. Wir hassen, weil wir nicht geliebt werden. Wow. Und du kennst es, so Sprüche, die verändern dein ganzes Leben. Das ist ein Spruch. Und ich denke mir so, wir hassen, weil wir nicht geliebt werden. Wie deep ist das denn, Alter? Wie deep ist das denn? Die Sache ist die, wenn,
zum Beispiel, ich bin nicht so spirituell angelehnt wie du. Ne? Ich auch nicht. Gerade ich, ganz kurz, ich auch nicht. Also ich bin nicht der Oberspirituelle, aber erzähl weiter, nur damit du das weißt. Ich bin nicht der. Ja, exakt, genau. Die Begrifflichkeiten, die du nutzt, sind komplett anders als die, die ich normalerweise nutze. Und deswegen habe ich dich jetzt auch gerade hier, ne, um dich einer neuen Audience vorzustellen, weil es gut ist, einfach verschiedene Sichtweisen, verschiedene Perspektiven und verschiedene Einsichten auch zu bekommen. Die Sache ist die, wenn du sowas sagst wie, wir hassen nur, weil wir nicht geliebt werden, wenn du so eine Aussage hast, weißt du, Leute nehmen nur diese Aussage und sind so, oh ja, ich poste das jetzt auf Instagram mit einem Foto und gut ist und yeah, ich fühle das, weißt du? Aber wenn du mal tiefgehender die Sache betrachtest, was heißt das wirklich für dich? Und du hast gerade eben über das Ich geredet, also über deine Persönlichkeit. Was heißt es im Kontext deiner Persönlichkeit und deinen Erfahrungen? Was heißt es im Kontext von anderen? So, warum hasse ich dich gerade? Warum fühle ich Eifersucht? Warum fühle ich, zum Beispiel, angenommen, du bist in einer Partnerschaft, die Frau macht mal etwas, wo sie ein bisschen mehr mit einem anderen Typen flirtet, weißt du? So, oh mein Gott, das sagt was über mich aus. Wie konntest du mir sowas antun? Und wir können darüber reden. Natürlich gibt es immer zwei Seiten und ne, beide müssen Verantwortung dafür halten. Aber ich bin dafür 100% Verantwortung für alles. Für alles. Ja. Weißt du? Und vor allem für deinen emotionalen Zustand. Und da finde ich es geil, dass du gesagt hast, okay, Liebe ist das Fundament. Weil, ganz ehrlich, ich wette mit dir, hätten meine Eltern damals gesagt, und das soll jetzt nicht irgendwie traurig klingen, aber hätten mir meine Eltern damals gesagt, ich werde dich lieben, ganz egal, was passiert, selbst wenn du verlierst, selbst wenn du eine schlechte Note bekommst, dann würde der Drive, den ich jetzt habe, wahrscheinlich noch viel, viel krasser sein. Ich würde noch viel, 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 viel mehr machen, weil diese Angst zu scheitern ist so tief in unserem Nervensystem eingespeichert. Und da lass mal ganz kurz auf deine Geschichte eingehen, wie das damals bei dir war. Bro, was hast du an Verlust gespürt, bis du realisiert hast, ey, aufwachen. So, das geht so nicht. Wie war das bei dir? Also erstmal bin ich froh, dass wir jetzt schon in dieser kurzen Zeit auf dieser Ebene sind, weil ich mir eigentlich gewünscht habe, dass es mit dir passiert und du siehst kein Konzept, das Leben hat kein Konzept, du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen, du kannst nur daran teilnehmen. Das war ein Moment bei mir, an dem ich einfach, ehrlich gesagt, so wirklich frei raus, gar nicht mehr gewusst habe, wer ist das? Ich habe in den Spiegel geschaut, ich habe gesagt, ey, ich rasiere dich noch einmal. Kein Plan, wer du bist so. Weißt du, dieses Verlorene, so dieses, du guckst in den Spiegel rein und du hast so viele Dinge getan, die du eigentlich, wo du nie gedacht hast, dass dein Leben diese Seiten haben wird. Wenn du immer ein Buch liest, ja. So auch Drogen zum Beispiel, ne? So, ich rede da offen drüber, weil ich finde es so wichtig, sich zu öffnen. Das ist meine Devise, nur wenn wir uns öffnen, können wir heilen. Also da ist hier drin, ist der Schmerz und die Heilung zugleich. Das muss auch ein Austausch sein. Exactly. Und es war halt so ein Moment, wo ich mich halt viel gesucht habe. Ich sage immer, wir suchen uns. Der eine sucht sich im Reisen, der andere sucht sich in der Beziehung, der andere sucht sich in Büchern, im Wissen. Ja, und mit jeder Suche starten wir eine Bindung und diese Bindung macht uns zum halben Leben. Das heißt, wir suchen uns. So, und ich habe mich in sehr vielem gesucht. Ja, vor allem mein Problem war halt immer, ich hab nie wirklich gelernt, wie, als ob ich jetzt der Einzige bin, was wirklich Liebe ist. Und ja, und als ich dann das erste Mal durch eine chemische Substanz, weil was ist eine Emotion? Sie ist eine Chemikalie letztendlich in der Psychologie, in der Neurowissenschaft. Das sind Chemikalien, das Gehirn produziert. Und ich habe dann eine Erfahrung mit einer Chemikalie gemacht und habe dann gemerkt, oh shit, Alter, das ist echt Liebe, so crazy, so weißt du? Und dann suchst du diesen Zustand überall, aber findest ihn nur in dieser Substanz, so. Weißt du, was ich meine? Und das ist Pro und Contra. Der Moment ist richtig cool, aber der Fall, nachdem der klatscht dir einmal so ins Gesicht. Und dann gab es halt diesen Moment, so wo ich, das war natürlich in Dubai, ja, weil ich war immer schon smart gewesen, Business zu machen. Also Business, ich komme aus einer Kurzfassung, aus einer broken family, Geld war da immer negativ so. Aber ich habe immer schon gewusst, ey, ich kann mein eigenes Leben gestalten und am Ende vom Tag schlägt Fleiß auch Talent, Punkt. So, ja, das ist einfach Fakt. Also ich habe immer schon viel gemacht, habe dann dadurch auch Wege gefunden, gutes Geld zu verdienen und habe dann auch entsprechend gelebt. Mein Ego habe ich voll kennengelernt. Ja. Und dann gab es dieser Moment in Dubai,
feiern ohne Ende, Penthouse, was du halt brauchst, um deine geile, ich bin so geil, weißt du, so, oh, schau mal, wie cool ich bin. Und natürlich auch viel Alkohol und viel erlebt. Und dann war dieser Moment, wo ich in Dubai im Bad stand und gucke in den Spiegel. Und das ist so, als ob du fällst und du fällst und fällst und fällst und fällst und fällst und es gibt einfach keinen Halt mehr. Ich habe dann auch geweint, seit langem wieder geweint. Das hat sich aber irgendwie auch gut angefühlt, so zu wissen, ey, du kannst noch. Ja, so, du kannst noch weinen. Und es war dann so ein Moment, wo du gerade gesagt hast, dieser Schmerz löst ja immer die Transformation aus. Ne? Wenn der Schmerz groß genug ist, geht's los. Und ultra viel, lass mich kurz reinspielen, was ich gespürt habe. Das war ultra viel Verletzlichkeit. So sehr, sehr verletzt, aber nicht von außen, sondern von mir selber. Verstehst du so? Dieses innere Kind zu verletzen, um sich lebendig zu fühlen. Das heißt, ich habe mich so eine Peitsche und dich selbst, ne? Ja. Hm? Genau. Du hast nie bekommen, jetzt holst du dir es, aber keiner sieht's. Und weißt du, was ich meine? All diese ganzen Emotions. Und warum auch immer, ich bin dann zu meiner Mutter, obwohl wir gar kein so inniges Verhältnis hatten. Aber die Mutter ist halt immer der erste Anlaufpunkt, wenn du wirklich was hast. Das ist, weil wir kommen ja aus dem Körper der Mutter, das ist verbunden für immer. Ja. Können wir noch über Epigenetik sprechen, was das transgenerationale Epigenetik ausmacht. Also ist ultra interessant. Und meine Mutter wusste mir dann aber auch nicht wirklich zu helfen, aber sie kannte jemanden, der mir helfen konnte. Und mit dem habe ich dann telefoniert und der hat dann zu mir gesagt, jetzt wirklich Kurzfassung, sonst rede ich zu viel. Adrian, du musst ein Schweigekloster. Und ich denke mir so, Digga, ich komme gerade aus Dubai, Alter. Ich komme aus Dubai, Alter. Wenn du wüsstest, was ich gestern noch gefeiert habe und welche Chicks da bei mir waren, weil ich war ja so cool und Models und dies und das, ich ins Schweigekloster. Aber du kennst das. Irgendwie, manchmal spricht Gott oder das Universum über Menschen. Und ich habe gewusst, da ist jetzt gerade ein anderer Kanal. Das ist jetzt nicht menschlich. Da ist jetzt das Universum und sagt, Junge, du hältst jetzt deinen Schnauze. Und du gehst in das scheiß Schweigekloster. Ja. Also ich könnte eigentlich mal ein Buch schreiben, von Dubai ins Schweigekloster. Das ist ein geiler Titel. Also. Und dann ging es dann los. Ne? Dann ging vieles los. Bevor ich jetzt noch weiterspreche, das ist die Kurzfassung. Also viel Selbstzerstörung, sehr viel Selbstzerstörung. Höhenflug, Ego kennengelernt. Gedacht, ich bin glücklich, dass ja diese Gefahr in dieser Selbstlüge zu leben. Immer wieder zu denken, das ist ja alles super. Ich hatte ja Geld, ich hatte ja Frauen, ich hatte ja das, was die meisten Männer wünschen so. Und dann zu erkennen, das ist alles nichts, das ist wertlos. Weißt du, was krass ist? Jetzt, also einerseits, ne, während du deine Geschichte erzählst, natürlich, dein Verstand ist sofort, also mein Verstand zumindest, ist sofort dabei, ah, okay, das kenne ich, die Erfahrung kenne ich, das habe ich auch mal hier gespürt, ne, das habe ich hier gespürt. Das Ding ist, wenn du als Mensch komplett in diesem Ego lebst, ne? Also sagst, okay, ich will Geld machen, ich will Frauen haben und daran ist nichts verkehrt. Leute bekommen das immer in den falschen Hals. Die sind so, nein, das heißt, ich muss gar nichts machen. Und dann bin ich so, Bro, dein erleuchtetes Dasein ist eine fucking Lüge, weil wenn du das, ist wie so ein Level, weißt du, wie so ein Spiel. Du musst das hier erstmal, du musst dein Karma ausbrennen, weißt du? Wenn du das Zeug einfach durchgemacht hast, dann kaufe ich es dir ab, dass du diesen Ansatz hast, weil dann hast du dieses menschliche Level durchgespielt und was bleibt ist, okay, was ist meine größere Bedeutung? Die Sache ist die, ich bin derzeit dabei, ne, das alles größer zu machen, zu expandieren, es sind mehr Klienten, mehr Arbeit, weißt du, mehr Mitarbeiter und so weiter, das kennst du, wem sage ich das? Du bist letztes Jahr selber expandiert wie ein Bekloppter, ne? Weißt du, was für mich einer der krassesten Momente trotzdem war? Klar, es ist schön, die Zahlen steigen zu sehen. Es ist schön zu sehen, was für Ergebnisse kommen. Wenn einer deiner Klienten einfach ein Kind bekommt, weißt du, es ist so. Boah. Mega, mega. Ja? Also, du bist ja selber Vater. Also, wem sage ich das? Na? Die Sache ist die, das alles ist wunderschön gewesen. Hat mich extrem erfüllt und oh, natürlich mag ich es, wenn die Frau da ist, wenn du Frauen hast und die heiß sind und du Erfahrungen machen kannst. Das ist der Wahnsinn. Ich sag's dir, das, was ich wirklich schön fand, vor 4 Tagen, ich bin zum Real kurz gegangen, ne? Ich wollte mir da Wasser holen und ich bleib kurz stehen, ich gucke nach oben, alle Leute sind irgendwie gestresst, es hat ein bisschen geregnet, ne? Aber trotzdem schien die Sonne und die Sonne schien
hinter den Wolken. Das heißt, du hast die Strahlung der Sonne gesehen, wie sie durch die Wolken nochmal so eine Umrandung bekommen haben. Ne? Du hast die Strahlen wirklich gesehen. Und ich dachte mir so, ich stand erstmal und dann saß ich glaube für 5 bis 10 Minuten, einfach nur und war, in mir war pure Dankbarkeit. Ich so, ey, ich mache all das hier und das ist der Wahnsinn und ich liebe es. Und das kannst du niemandem verkaufen, weil niemand kann das nachvollziehen, wenn du nicht die Level durchgemacht hast irgendwo. Aber ich sag's dir, das hat mich mehr erfüllt als die Frauen, das Geld und so weiter. Ich so, dafür mache ich das. Das war wie dieser Moment, als ich in Zypern zum ersten Mal war. Und alleine, wenn ich das sage, so, ich bin kurz vorm Heulen einfach. Weißt du, weil es so intensiv ist, weil du so viel Dankbarkeit auf einen Schlag spürst. Voll. Ich spüre jedes Wort und ich mache auch manchmal die Augen zu. Ich habe früher mal darüber gelacht, so warum machen die ganzen, meistens so spirituelle Laura Merlina, seid immer so die Augen zu, wenn jemand was Schönes sagt. Aber wenn man sich wirklich mal sich darauf einlässt und einfach nur die Worte hört, dann lösen deine Worte ja in mir selber Emotionen aus. Und wenn ich dich anschaue, würde ich dich auch unbewusst wieder bewerten. Und ich stelle mir dann immer so vor, als ob ich den Moment selber erlebt habe, weißt du? Und das ist halt voll cool. Also wir haben ja vom lieben Gott beides bekommen, so das männliche, intellektuelle, dieses lösungsorientierte, logische, aber auch das intuitive. Und das ist heute so wichtig. Das können wir nicht erklären. Sobald du erklärst, was ist Intuition, bist du wieder im gedanklichen Konzept in der männlichen Energie und blockierst die weibliche Energie. Also es ist voll wichtig, dieses Prinzip von Yin und Yang, wo alles darauf basiert, auch ein Hauptthema, mit dem ich arbeite. Und ich hatte halt auch bei mir sehr lange diese Blockade in der weiblichen Energie, dieses Zulassen, also Empfangen ist ja die weibliche Energie, geben die männliche, so entsteht ein Kind, kann man sich immer, der Mann gibt, die Frau empfängt. So, und ich hatte halt voll oft das Problem, voll oft, weil ich halt eine sehr hohe männliche Energie habe. Ne? Ich meine, also das ohne meiner Familie ist kein Problem. Und es ist eine geile Energie, weil sie ist sehr klar, sie ist sehr bestimmt, sie nimmt sich einfach. Aber es ist auch eine sehr zerstörerische Energie. Das darf man nicht vergessen. Wenn du es zum Extrem machst. Wenn du es zum Extrem machst, im unbewussten Zustand. Also es gibt ja immer den bewussten und den unbewussten Zustand. Und diese selbstzerstörerische hatte ich halt auch. Und dementsprechend habe ich viele Menschen verletzt, auch viele Frauen verletzt und auch zu sehr an mich gedacht. Ich habe mir immer gedacht so, ja, ich sage ihr ja, es ist nur Fun für mich. So, weißt du, ich war ja schon irgendwann durch die Experience, habe ich gewusst, ey, bevor ich am Ende den Stress habe, sage ich ihr lieber jetzt, ey, es ist nur ein Game. Aber selbst dann, wenn du spielst, verstehst du, und dann was passiert auf einer emotionalen Ebene und du dennoch weitermachst, bist du selber mit dran schuld, verstehst du? Das ist halt das Ding so. Und da muss man halt aufpassen, weil wir alle sind sehr mächtig. Jeder Mensch ist sehr mächtig. Und umso mehr Verantwortung du bekommst, desto mehr musst du lernen, noch mit dieser Macht umzugehen. So ein Coach zum Beispiel, heute sind so viele Coaches, ja, so, weil das ein Business ist, das entsteht. Ja. Aber den wenigsten ist bewusst, was sie für eine fucking Verantwortung übernehmen. Und wie wichtig auch Worte sind. Ja, weil Worte, ich sag immer, das klingt jetzt wirklich straight, weil ich habe aktuell so viele Einzelcoaching, ich komme nicht mehr nach, so, weißt du, weil wegen Covid und so ist klar, aber ich habe selten, ganz, ganz selten, dass, ich sage das jetzt einfach mal, dass das Trauma, das ein Mensch erlebt hat, was sich ja in der Amygdala abspielt, also im Gehirn, in diesem kleinen Teil, dass das wirklich von Gewalt kam, von Schlägen, es ist meistens Worte, die man Menschen gesagt hat, also meistens dieses Gefühl, dieses Erniedrigende, weißt du, dass die Worte ausgelöst haben, woraus ein Glaubenssatz entsteht. Es sind selten wirklich Schläge, die das Trauma verursacht haben, sondern vielmehr, was man Menschen gesagt hat. Und darauf versuche ich heute selber zu achten. Und ich mache selber noch oft Fehler und sage manchmal Dinge so, wo ich dann selber auch immer noch verletzend sein kann. Ja, weil das sagt ja auch Tony Robbins, hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Und genau so ist es. Und jeder von uns ist ein verletzter Mensch. Jeder von uns. Jeder. Wir sind alle irgendwo verletzt. Ja, jeder hier drin. Also jeder, der das Video sieht, hat so eine Wunde. Und ich sage immer, diese Wunde ist auch der Grund, warum du die Haie anziehst. Weil Blut zieht Haie an, nicht der Mensch, das Blut. Das nennt man dann manifestieren. Und wenn du die Wunde heilst, ziehst du auch andere Menschen an. Das ist total crazy. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig. Hätten wir alle keine Wunde, würden wir alle derselbe Mensch werden.
Es sind die Narben, die uns unterschiedlich machen. Es sind einfach nur andere Narben, verstehst du? Deine Narbe, das ist wie eine Gabelung links und rechts. Und ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, aber Narben machen Menschen schön, weil das ist eine Geschichte. Und wenn du das erkennst, so, ey, krass, der ist eigentlich ich, dieser Mensch. Er hat nur andere Narben als ich. Dann kommst du, glaube ich, auf das bewussteste Level, das es gibt, und zwar die nächste Liebe, wo ich nicht bin. Also ich strebe aber danach, dahin zu kommen. Weil in deinem Sohn siehst du dich selber und deswegen liebst du ihn. Aber die Frage ist, also man liebt ja seine Kinder, weil man sich selber daran sieht. Das ist total krass so, ja. Und warum kannst du dich nicht in anderen sehen, beziehungsweise liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Und jetzt kommt der springende Punkt. Und jetzt habe ich es erkannt, in dem Moment, wie du gesagt hast, alle posten das, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ne? Das ist dumm, die Menschen sind so blind, die posten einfach. Geilen Spruch, erstmal aufschreiben, posten. Aber wenn man mit der Taschenlampe alleine über diesen Satz, über diesen machtvollen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das bedeutet, lerne erst dich zu lieben, bevor du andere liebst. Weil wenn du andere liebst wie dich selbst, dann würdest du das nicht wollen, weil dann würdest du andere Menschen hassen, weil du hasst dich selbst. Verstehst du? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist so stark. Oh mein Gott, fuck, ich dachte so, alter Adrian, würdest du aktuell Menschen so lieben wollen, wie du dich selbst liebst, wenn du mal ehrlich bist und mal die Fresse hältst und nicht, ich liebe mich, mein Leben ist super. Juhu, die Selbstliebe. Ja, aber dauerhaft hast du diesen Stress im Hintergrund, weißt du bist unruhig und so weiter. Das ist diese Welt, in der wir leben, weißt du? Du hast diese sozialen Medien, du hast diese Sachen, du vergleichst dich konstant, du hast das Schamgefühl und so weiter. Und ich bin ein riesiger Freund davon, einfach zu sagen, so, okay, ich habe das alles. Es ist in Ordnung, das auch alles zu haben. Also I'm work in progress, ne? Also zum Beispiel, wenn du, ich gehe mal davon aus, du weißt, was ESS ist, ne? Evolutionary Stable Strategy. So, wenn wir das jetzt aus einer eher verkopfteren Sichtweise sehen, ne? Weil du sagst zum Beispiel, liebe den Nächsten genauso, wie du dich selbst liebst. Versuchen wir das mal aus so einer, ich sag mal, funktionaleren Sicht zu sehen. Wobei, es ist eigentlich das Gleiche. Ne? Wenn du einfach das Beste aus deinem Leben, gutes Leben haben willst, dann macht es Sinn, gut zu anderen zu sein. Weil in dem Moment, wenn du gut zu anderen bist, kommen die aus ihrem Autopiloten, der meistens Hass, Scham, Stress, Wut, Trauer, wie auch immer ist, kommen die aus dem Autopiloten raus, geben dir genauso diese Energie, diese Atmosphäre. Und danach gehst du so und bist so, hast einen weiteren Feedback-Loop dafür, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, dass Menschen gar nicht so schlecht sind. Voll. Sehr weißt du? Geil. Boah, stark, ey. Ich weiß, das ist genau die Situation, ich gehe da gerade nochmal durch, so, wo du sagst, im ersten Moment habe ich gedacht, so, ja, aber wenn du zu viel für andere machst, ist auch wieder krankhaft, weil es die Anerkennung, kurz wieder in der Bewertung gewesen, aber gemerkt, ey, ich bewerte gerade, ich weiß auch gar nicht, was er sagt, und dann sagst du wenn du anderen hilfst, dadurch spürst du plötzlich aber auch wieder gewisse Dinge. Verstehst du, was dann von außen her passiert? Und deswegen sage ich auch immer, jeder Moment ist dein größter Mentor. Also jeder einzelne Moment kann dir so viel offenbaren, das ist unglaublich. Und die Quelle von Leid, wenn ich die Menschen frage, dann frage ich immer, was ist die Quelle von Leid? Und ich höre so viele Antworten. Ich höre meine Familie, mein dies, mein das, mein jenes. Die Quelle von Leid ist Intelligenz, nicht mehr. Weil, guck mal, ein Hund, der Hund, der ist ja glücklich, das merkst du einfach. Guck dir den an. So, warum, sorry, dass ich so sage, weil der ist dumm. So, der hat nicht die Fähigkeiten, der hat nicht die Fähigkeiten zu denken, oh scheiße, ich habe gleich einen Podcast mit Matt, oh, kriege ich das gut hin, bin ich gut genug? Der Hund wird hier hinsitzen, wird so machen, so. So, verstehst du? Und deswegen ist Intelligenz, darin verbirgt sich das Paradies, aber auch die Hölle. Und wenn du das nie gelernt hast, damit umzugehen, dann ist es wie, du nimmst ein Messer und du weißt nicht, was ist. Wenn ich meinem Sohn Isaiah ein Messer gebe, sorry, Bro, I love you, aber weil er nie gelernt hat, mit dem umzugehen. Und ich sage immer, wir sind die intelligenteste Maschine der Welt. Und meine Aufgabe ist oder meine Arbeit ist, Menschen das hier zu installieren, die Intelligenz zu installieren. Und wenn du merkst, ey, wow, die kann ja für mich arbeiten, Alter,
dann erkennst du plötzlich, ey, ich vergleiche mich gerade wieder, ich suche mich gerade der Meinung anderer Menschen, ich mache mich zum halben Leben und zack, du stoppst den Prozess. Und in dem Moment, wo du dann plötzlich erkennst, ey, das hier mache ich die ganze Zeit auf unbewusster Ebene, ja, oder auch dieser Spruch von Carl Gustav Jung, der gesagt hat, wenn unbewusste Prozesse bewusst werden, hört das Leben auf Schicksal zu sein. Und wie viele unbewussten Prozesse führen wir auf tagtäglicher Ebene aus? Also Dinge, Worte, Gefühle, die wir haben, wo wir gar nicht wissen, wo sie herkommen. So, weißt du, was ich meine? So, wo du gar nicht weißt, wo kommen die her? Ich habe das gerade heute wieder gehabt, ne? Also jetzt gerade eben mit einem Typen, der bei mir im Einzelcoaching ist, geiler Typ, wirklich mega korrekt. Aber der hat so viele Glaubenssätze, die der gar nicht selber checkt. Der checkt das nicht. Und da muss ich halt manchmal in die männliche Energie gehen und sagen, ich habe auch eben gesagt, Digga, weil ich bin da manchmal sehr straight, du kennst das. Wenn ich merke, ich brauche jetzt die männliche Energie, ich rede hier sonst gegen Wände, ich sag, hör auf mit diesem Scheißgelaber, Alter. Und dann sagt er wie, so, oh, der Schock ist da und dann komme ich ins Unterbewusstsein. Also Schocken ist wichtig im Coaching, weil du dadurch den Zugang bekommst ins Unterbewusstsein. Und dann hat er es gecheckt, erst durch die männliche Energie, deswegen kann man das nicht immer verfluchen. Verletzen ist manchmal sehr, sehr wichtig. Genau, wenn es auf dem richtigen Fundament ist. Richtig. Wenn du verletzt, einfach nur, weil du dadurch eine Ego-Befriedigung bekommst, weil du dich dadurch anturnst, weil jemand anderes jetzt anscheinend Schaden hat, ey, dann tut mir leid, so, raus. Aber wenn du es tust, einfach weil du weißt, so, okay, hey, und selbst die, ne, guck, selbst wenn ich jetzt sage, okay, raus, diese Leute sind auch nur verletzt, die tun das nicht absichtlich, weißt du? Es ist nicht so, dass sie sagen, ja, ich verletze, weil ich Bock drauf. Also irgendwo schon, aber die tun es, weil eben diese unterbewussten Mechanismen die ganze Zeit da sind. Weißt du? Safe, Mann. Und am Ende des Tages, die Arbeit, die du machst, die Arbeit, die ich mache, letztendlich am Ende des Tages, so, es hat immer mit einem selber zu tun. Es ist gar nicht so, okay, wie kann ich das machen, wie kann ich dies machen? Natürlich, das bekommst du als netten Nebeneffekt. Aber erst sobald du es bekommst, realisierst du, dass es ein netter Nebeneffekt ist. Bei mir jetzt zum Beispiel, das mit den Frauen, ne? Wenn ich sage in den Videos, ja, es geht nicht um die Frau, jemand, der nicht diese Erfahrung gemacht hat, der nicht die Erfahrungsdichte hatte von dir, von mir, weißt du, der wird sich das anschauen und sagen, ja, aber ich habe keine Frau, deswegen, was ist denn der Trick? Was ist denn der Trick? Und ich so, das ist dieser scheiß Trick, der dich wirklich ändern wird. Es wird niemals ein Trick sein. Es wird niemals ein Tipp sein. Selbst wenn du den anwendest, 5 Minuten später, was willst du ihr dann sagen? Ja, ja, klar, weil du bist wieder ein Konzept, du bist wieder, oh, was scheiße ist das, oh, scheiße. Bin raus. Exakt. So, und deswegen ist es halt extrem wichtig, dass Leute andere Menschen haben, die nochmal gegenchecken und sagen, ey, warte mal ganz kurz. Du hast mir gesagt, das ist dein Standard, das ist das, was du erreichen willst. Das, was du gerade tust, ist hier. So, komm her. Und in dem Moment eben dieses Pushen, diese männliche Energie, so wie du es genannt hast, an den Tag, ja, extrem wichtig. Und die weibliche Energie, ob du es glaubst oder nicht, wir haben die ziemlich stark so in unserer Gesellschaft. Die weibliche Energie ist in sehr, sehr vielen Männern drin und das ist ein riesiges Problem. Nur sie wird auch falsch angewendet. Nicht nur, also ja, sie ist da, aber sie wird falsch angewendet. Absolut. Nicht richtig angewendet. Wenn du 1, 2 Worte dazu hast. Das Thema, schau mal, dieses Thema Masculine, Feminine Energy, das kommt ja zum Glück immer mehr in die Gesellschaft. Das Problem ist nur, die meisten Menschen machen aus allen ein sogenanntes intellektuelles Konzept. Also das heißt, sie versuchen, es zu verstehen, anstatt es zu leben. Das ist ein ganz großer Unterschied. So, das ist der Grundbaustein, ist ja easy. Geben und nehmen, geben männlich, empfangen weiblich. Das kann man darauf, baut alles auf. Ja, das ist ja alles eine Energie im Ursprung. So eine Energie lädt und entlädt sich. Das ist ganz wichtig. Sie kommt und geht. Und ich würde mir einfach mal selber die Frage stellen, man erkennt einen Menschen nicht an sich selber, sondern an seinem Umfeld. Was für Menschen sind das? Ja, so wie tiefgründig sind diese Menschen? So sind das jetzt Menschen, die in tiefgründige Ebene gehen? Oder rede ich mit denen halt nur oberflächlich, was ich mir für eine Rolex kaufe, wie cool ich bin, wie viel Closings ich hatte? Dann wirst du merken, das ist zu sehr männlich. Ja, wenn du damit glücklich bist, fair enough. So, ist okay. Aber bitte nur, wenn du wirklich glücklich bist. Weil die Selbstlüge, ich sage immer, das ist auch ein Zitat von mir, das wahre Leben beginnt dort, wo die Selbstlüge endet. Das beste Beispiel ist, um das mal ganz kurz zu untermauern, so, ich habe Leute, die rauchen, ne? So, ich habe gar kein Problem, ich rauche selber mal eine. Wenn ich was trinke, ne? So, rauche ich gerne mal eine. Aber es gibt da Menschen, ich frage die so, könntest du aufhören zu rauchen? Was ist die Antwort der meisten ist, ja, ja, klar, direkt, so sagen viele. Und dann sage ich so, ja, mach's mal 30 Tage zum Beispiel.
Nee, 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 ich weiß, aber ich kann aufhören. Und genau diese Annahme ist das, warum die Menschen mal gedacht haben, die Erde ist eine Scheibe, weil sie eine Annahme zur Realität gemacht haben. Und wenn du das nicht mehr überprüfst, dann bist du blind. So. Und das kann unsere Intelligenz. Unsere Intelligenz schafft es tatsächlich, eine Annahme zu nehmen und zu sagen, das ist die Realität. So die Annahme auch im Dating, so ich kann keine Frau ansprechen, Selbstbild, ne? So, ich kann keine Frau ansprechen, das geht nicht. Aber du überprüfst gar nicht mehr. So, und nur das Überprüfen ist das, was hilft. So, wenn mir jemand sagt, also das ist jetzt wirklich, es wird jetzt ein bisschen deep, ganz kurz noch, wenn mir jetzt jemand sagt, und ich habe eine sehr gute, wie du schön gesagt hast, ein geiles Fundament mit dem, also super Vertrauen, wir öffnen uns, ich kann jetzt wirklich ein bisschen härter reingehen, sage ich mal so, das geht nur, wenn das Fundament stimmt, das spürst du einfach. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, und ich habe vieles probiert und er checkt es immer noch nicht, ich kann keine Frau ansprechen, dann sage ich, ey Bro, sei mir nicht böse, Alter. Also, wenn er das 10-mal sagt, weißt du was, ich bestelle dir heute Abend ein Dildo und dann steckst du den einfach rein, Alter. Und was passiert automatisch? Was machst du? Du lachst. Also setze ich ihm, jetzt pass mal auf, also setze ich ihm in diese Situation durch eine NLP-Technik einen Anker in den Kopf. Und was passiert zu 99%, sobald er am nächsten Tag eine Frau sieht, er geht in die hohe Energie, denkt an die Situation, ist in einer hohen Energie, er lacht und sagt, hi. Schön, dich kennenzulernen. Und dann sage ich, war das politisch korrekt, die Methode? Nö, aber sau effektiv. Ich habe ihm einen Anker reingesetzt, er lacht, weil er denkt an dem Moment, das Gehirn arbeitet ja in Verkettungen. Er denkt, er hat mir schon so oft gesagt, so Bro, du glaubst nicht, was gestern passiert ist, ich habe eine Frau gesehen und ich so, hör auf zu erzählen, du hast gelacht, du hast gedacht, ich bin so eine Schmuchtel, wenn ich es nicht mache, also habe ich es gemacht. Richtig? Ist so, ja, perfekt, das hat funktioniert. Das letzte dazu. Du hast gerade eben gesagt, Intelligenz ist, beziehungsweise, dass wenn du dumm bist, dass dein Leben deutlich einfacher ist. Stimme ich zu? Grundsätzlich. Was ich dann noch wichtig fand, was du danach nochmal betont hast, war, diese Intelligenz mehr als Werkzeug zu benutzen und zu sagen, okay, warte, ich setze das punktuell ein. Weißt du, in den Momenten, wenn ich es brauche, bin ich intelligent, aber dann in den Momenten, wenn ich feiere, ich sag's, ich habe letztens, war das vor 2 Tagen? Am Abend, ich war durch mit allem, ne? Mädel war hier, wir haben Abend genossen, ne? Und ich hab die Box angemacht und ich habe Hit Me Baby One More Time angemacht, ne? Es ist halt so dieses absolute Frauenlied, ne? Und Naja. ich so, boah, ich fühle das so. Ich fang an zu tanzen, ne? So, spür das so richtig. Sie guckt mich komplett irritiert an. Und der Witz ist folgender: In dem Moment, wo du 100% drin bist Voll. und nicht versuchst dich zu verurteilen durch deine Intelligenz, sondern einfach es Naja. zulässt, wirkt es wieder attraktiv, wirkt es auch ironischerweise wieder männlich irgendwo, weil sie dann so ist, er hat keine Scham davor. Und damit kommen wir wieder zu dem Punkt, na, ist ein Kreis. Das Problem bei den meisten Menschen ist, wir haben so eine Scham, wir verbinden mit uns so eine Scham, so, oh, ich bin zu klein, oh, ich bin zu groß, oh, ich habe keine Haare, oh, ich bin nicht 1,90, blaue Augen, blond. Digga, Ist halt so. Was willst du da machen? es ist halt so. Deswegen sage ich, es gibt zwei Dinge. Dinge, die du akzeptieren musst und Dinge, die du akzeptieren kannst. That's it. So, konzentriere dich auf die Dinge, die du akzeptieren kannst, die du verändern kannst. Aber was du akzeptieren musst, du bist 1,60, du wirst immer 1,60 sein. So, das ist die fundamentale Realität. In deiner psychischen Realität denkst du immer noch daran, du kannst wachsen. Ich sag dir, Digga, du wirst nicht mehr wachsen. Da So, würde ich weißt du? sagen. Fundamentale Realität, aber das spielt gar keine Rolle, weil, guck mal, wo ich damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, wo ich mir das erste Mal eine Glatze gemacht habe. An dem Abend, ich sage das einfach mal so, hatte ich einen Dreier. Verstehst du, was ich meine? Und ich dachte vorher, das Leben ist vorbei, weil das die Annahme war. Die Annahme, ja, die Erde ist eine Scheibe, habe ich aber überprüft, indem ich mich meiner Angst gestellt habe, bin rausgegangen, feiern in Zürich und habe zwei übelst korrekte Girls kennengelernt. Ich, wahrscheinlich, weil die sich gedacht haben, komm, eine Glatze hatten wir noch nicht, Alter, so, weißt du, so, komm, scheiß drauf, Digga. Und ich dachte mir so, hä? Ich dachte, jeder Mann, der eine Glatze hat, das Einzige, was der ins Bett nimmt, ist seine Hand. Wirklich so, weil für mich waren, das war echt immer so, so, wenn du eine Glatze hast, so, ist vorbei. So, wirklich, ja. Und ohne Scheiß heute, das ist nur noch Energie, so, weißt du? Es ist nur noch Energie, als ich meine Freundin kennengelernt habe, damals in Dubai, auch in Dubai, witzigerweise, so viel ist in Dubai passiert. Das war so nur Energie einfach. Das war egal, was sie für eine Frisur hat. Und das Witzige ist, ich habe sogar vor kurzem einfach mal Frauen so gefragt, weil ich finde das immer interessant,
auf was Frauen jetzt so stehen. Und da war zum Beispiel niemand dabei, also wir waren so eine Runde in Ibiza gewesen, 10, 20, wo gesagt hat, ja, die Haare so zum Beispiel, sondern es war schon auch manchmal die Größe, aber eher so dieses männlich, dieses Beschützende, weißt du, so dieses, kann deine Familie ernähren, ist der gesund? Da kommen Dinge, Antworten raus, wo du denkst, Alter, alles, was du in den Kopf gepflanzt bekommen hast, ist ja deine Arbeit, ist so Bullshit, ey, das ist so krass, ne? Wie viele Frauen zu mir schon gesagt haben, zum Beispiel, ey, ich sag dir ganz ehrlich, eigentlich hasse ich Glatzen, aber irgendwie ist mit dir cool. Und wenn du dann scheiß Selbstwert hast, gehst, sagst du, bleibst da stecken. Und das hätte ich früher gemacht, wie du hast eigentlich Glatzen, was soll das, ey, warum beleidigt, weißt du, so. Für den persönlich, heute denke ich mir so, es gibt ja auch Menschen, die hassen Kinder und die nehmen meinen Sohn auf den Arm und sagen, ich liebe den jetzt auf einmal und wollen deswegen Kinder. Weil jeder Moment ist dein Mentor. So wie sie vielleicht in dem Moment erkannt hat, ey, yo, der hat zwar eine Glatze, aber an sich ist es ja ein cooler Typ. Und wie ich erkannt habe, die mag zwar eigentlich keine Glatzen, aber ey, mich mag sie, Digga. Also, verstehst du, Alter? Verstehst du so? Der Witz daran, was die meisten Leute nicht verstehen, ist die Tatsache, dass du eine Glatze hast, ist das das, was dich unattraktiv macht? Oder ist es der Glaube, also die Annahme und das Verhalten dementsprechend, was dich unattraktiv macht, weißt du? Digga, das ist stark. Das ist stark, Alter. Das ist so stark, weil genau das ist es nämlich. Guck mal, jetzt, das ist so krass. Also ich mache ja gerade eine Weiterbildung zum Epigenetik-Coach. Und man hat ja früher angenommen, dass alle Krankheiten genetisch bedingt sind. Dann hat man das menschliche Epigenom und das Genom entschlüsselt und hat mal festgestellt, der Mensch hat 25.000 Gene, ein Regenwurm hat 20.000 Gene. Das heißt, man hat herausgefunden, eine Krankheit, du bist genetisch bedingt dein Vater und deine Mutter. Ja, der Gencode ist eine Fusion aus beiden. Okay, das setzt sich zusammen in der DNA. Aber was wirklich entscheidend ist, ob du gewisse Dinge aktivierst oder nicht, ist, wie sehr du daran glaubst. So, wenn du daran glaubst, dass du die gleiche Krankheit wie deine Mutter bekommst, ist es nicht die DNA, sondern der Glaube daran, dass es passiert. Deswegen sagt man auch, ein Glaube kann Berge versetzen, na, so, oder wie auch immer. Ich weiß nicht mehr den genauen Spruch. Aber genau darum geht's so. Ist es jetzt wirklich meine Glatze oder ist es die Aura, die ich erzeuge, weil ich in einer tiefen Frequenz bin? Das ist das Heftige. So ist die Aura, die ich erzeuge, weil ich in einer tiefen Frequenz bin. Am Ende vom Tag ist alles Energie, um das mal abzurunden, weil ich muss gleich los. Alles ist Energie, alles. Und die Frage ist immer nur, in welcher befindest du dich? Ja. So. Und ich sage auch immer, das ist vielleicht auch jetzt, obwohl es dein Bereich ist, aber ein Tipp, den ich jedem geben kann, wenn ich jetzt daten gehe, okay, also wenn ich jetzt rausgehe, um eine Frau kennenzulernen, das Erste, was ich immer gemacht habe, weil ich habe das früher auch gemacht, weil ich halt voll der Loser war, in Anführungszeichen, ich habe mich immer in einen guten Modus gebracht. Ich habe immer irgendwelche Witze gemacht. Ich habe so einer Frau gemacht, meh, und sie so, warum machst du so? Ich habe es für mich gemacht. Und mit dieser hohen Energie... Über Mydian gesprochen. Über Mydian, Alter. Und aufgrund der hohen Energie habe ich dann auch Erfolg gehabt am Ende vom Tag. Und ich habe mich schon so schick gemacht, Digga, also Sakko, dies, das, Haare, die ich noch hatte ein bisschen und hab einen Scheißdreck bekommen, weil ich halt die ganze Zeit Selbstzweifel hatte, weil ich gedacht habe, sehe ich gut aus, ist mein Outfit korrekt, null Selbstwert, ne, und null Männlichkeit in dem Moment. Und als ich dann einfach mal gesagt habe, ey, so mich gechallenged habe, ich ziehe jetzt nicht das beste Shirt an, sondern das hässlichste Shirt und ich lasse den Bart jetzt mal, und wenn ich meine Haare wachsen, das habe ich so eine Opa-Frisur so ein bisschen. Alter, ich habe sogar schon mit einer Opa-Frisur ein richtig geiles Date gehabt damals, also, und das hat auch dann zu Ende funktioniert, weil ich mich dann immer gechallenged habe, weil ich immer gedacht habe, so, Digga, wie weit kannst du gehen? Kannst du mit der Opa-Frisur? Kann das klappen? Und das kann ich jedem empfehlen, so dieses Unperfekte einfach mal zu lernen, und du wirst merken, fuck, Alter, das ist alles nur Energie. Und wenn du das verstanden hast, das Universum, das sagt ja auch Tesla, wer das Universum verstehen will, der muss in Frequenzen, Energien und Schwingungen denken. Und genau so ist es. Und wenn du anfängst, diesen Shift zu machen von, das ist nur Materie, das, was ich sehe, aber 99,9%, selbst der Kern des Atoms, ist Energie. Wenn du das verstanden hast, Alter, dann kannst du so viele Coachings besuchen, wie du willst, bei dir, bei mir. Wir sind sehr gute Coaches, definitiv. Aber dann hast du das Universum verstanden. Und du bist ja Teil des Universums, weil das Universum war zuerst da. Und der Mensch verhält sich immer so, ich zuerst, dann Universum, Bruder. So, und sobald du merkst, du bist nur so ganz kleiner Furz und du kannst diese Gnade erfahren, das Universum jetzt in diesem Moment erleben. Eine Erfahrung machen. Demut. Du bist in Demut. Du denkst dir, fuck, wie geil ist es hier? Ich bin hier. Ich habe jetzt fucking 100 Jahre Zeit, diese Scheiße zu erfahren, wenn es gut läuft. Let's go, Alter. Let's go. Let's play the game.
Let's play the game. Du bist am größeren Hebel Gott. Und ich mache mich bewusst klein, weil wenn ich klein bin, ist mein Ego klein. So, dann kann ich alles wissen. Sokrates, alles, was ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber die Leute, die gerade die Männer, ich weiß alles, ich bin der geilste Player. Digga, du bist gar nichts, Alter. Sei mal nicht böse, aber wert erstmal, komm mal raus aus der Selbstlüge. Und das schaffen die meisten Menschen schon nicht, weil das heißt Schwäche zeigen, ja, um das zu beenden. Und Schwäche ist Stärke, sobald man das verstanden hat. Und sobald du es akzeptiert hast. Sobald du es akzeptiert hast, genau. Und etwas dagegen änderst. Also im Grunde hinterfrage dich. Hinterfrage, ob das, was du denkst, ob das, was du fühlst, ob das, was gerade ist, wirklich so real ist, wie du denkst, oder ob du dir selbst eigentlich nur diese Selbstsabotage gibst. Adrian, war ein geiler Talk. Wir werden auf jeden Fall irgendwann noch einen zweiten Teil machen. Wo können die Leute dich finden? Gleichfalls, mein Lieber. Ja, ich fand es richtig geil. Das ist halt immer schade, wenn die Zeit dann so schnell vorbeigeht. Ich habe jetzt noch ein nächstes Gespräch. Ich bin eigentlich meistens auf Social Media unterwegs, @AdrianHaarig, wie die Haare mit einem A. Deswegen wisst ihr Bescheid. Und ich kann nur sagen, es hat super, super, super viel Spaß gemacht. Ich mag diese Art wie du gesagt hast, das einfach mal starten. Ich gab ja keine Vorbereitung. War ultra geil, wieder auch einfach mal mit dir so eine Stunde zu schnacken. Würde mich sehr freuen, wenn wir eine zweite Runde machen. An jeden einzelnen Zuschauer von meiner Seite vielen, vielen, vielen Dank. Cool, dass ihr euch das Ganze angeschaut habt. Und würde mich natürlich freuen, wenn man sich irgendwie connectet oder so. Alles klar. Alles ist verlinkt in der Beschreibung. Adrian, war geiler Talk. Ich wünsche allen Zuhörern noch viel Spaß und Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Also, ciao, ciao.